darf ich Sie ganz, ganz herzlich begrüßen heute am Abend, Franz West und Ludwig Wittgenstein, Franz West und die Philosophie. Im Zuge der Vorbereitungen der Ausstellung hat mich Franz West mal angerufen und gemeint, er hätte die Bekanntschaft gemacht eines Philosophen, mit dem er sich eben ganz besonders unterhalten hatte können über Wittgenstein. Wir haben ihn hier heute Abend zu Gast, Peter Keicher, der Philosophie studiert hat und über Wittgenstein dissertiert hat an der Universität Karlsruhe und dann an verschiedenen anderen Universitäten gearbeitet hat und vor allem im Kontext von Wittgenstein. Und es ist natürlich besonders spannend, weil in vielen Bereichen des Werks von Franz West Wittgenstein eine wichtige Rolle einnimmt, so wie andere Denker der Wiener Moderne, so wie aber auch ganz, ganz andere Philosophen. Es gibt wohl nur wenige Künstler, die sich so vielfältig und intensiv mit Philosophie beschäftigt haben. Und so habe ich also Franz West auch immer erlebt, eine ständige Auseinandersetzung mit den Texten, mit den Büchern, mit dem Material, mit der Sprache, aber auch vor allem mit den Ideen. Und insofern fand ich die Idee auch sehr, sehr spannend. Und es ist jetzt mehr als ein halbes Jahr her, dass es aufkam, dieses Gespräch zu machen. Hat sich dann auch fortgesetzt. Es hat sich fortgesetzt in eine Publikation, die es im Vorfeld entstanden ist und die Sie auch draußen am Büchertisch dann bekommen können, wo also die Ansätze dieser erneuten und intensiven Beschäftigung, die mit Peter Keicher jetzt entstanden ist, noch einmal stärker behandelt werden. Und ich würde gerne das Wort an Sie weitergeben und in der Frage, wie war das für Sie als Philosoph, auf Franz West zu treffen und sich mit ihm über Ihr Gebiet Wittgenstein zu unterhalten? Ja, also vielen Dank zunächst für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und als Wittgenstein-Forscher auch den Dialog mit der Kunst und, aufnehmen zu können, insbesondere mit Franz West. Und für mich war es natürlich eine Entdeckung zu sehen, wie Sätze des Traktatus oder aus den philosophischen Untersuchungen künstlerisch interpretiert werden. Ich hatte zunächst in der Literatur recherchiert, dann im Gespräch hat sich herausgestellt, dass die Auseinandersetzung der Wittgenstein-Forschung mit den Künsten auch andere Methoden erfordert, ja, die teilweise ganz neue Dimensionen erschließen, die man vielleicht auch in Textform nicht in der Form erschließen kann. Vertieft also das Gespräch mit dem Philosophen, der sich dann wiederum mit dem Philosophen beschäftigt, ist das für dich also eine Vertiefung oder was hat dich daran so interessiert, weil du hast ja damals sehr hochmotiviert angerufen gehabt. Ja, ich habe mich schon, also fangen wir dort an, in den 70er Jahren, als ich mit den Künsten begonnen habe, da war das so obligat, dass man sich auch für Philosophie interessiert. Und in Wien war halt sehr viel von Wittgenstein die Rede. Dann hatten amerikanische Künstler sich auch auf Wittgenstein berufen, wie Bruce Nauman oder Robert Morris. Wurde von ihnen, glaube ich, zu mir gesagt, auch Marcel Duchamp hätte Beziehung zu Wittgenstein gehabt. Das kenne ich aber gar nicht. Aber jedenfalls war das damals so ein Muss, mehr oder weniger, sich mit Philosophie zu beschäftigen. Und da habe ich eben versucht, aus heiterem Himmel den Traktatus zu lesen. Und das ist, obwohl man jetzt erscheint es mir eigentlich einfach, bis auf die schwierigen technischen Termini, die ich eigentlich gar nicht kennenlernen will, weil die außerhalb meines Interesses an Philosophie, ich habe nicht so sehr Interesse an Philosophie, sondern was die Philosophie zur Kunst sagt. Also
Und da wird schon einiges gesagt, aber dann tappt man immer doch in die Philosophie rein und die Sätze bleiben dann hängen, vor allem die Traktatussätze, da musst du überhaupt mit dem ersten Satz, die Welt ist alles, was der Fall ist oder so ähnlich, und man dachte, was ist die Welt, die ist doch auch das, was nicht der Fall ist. Darf ich Sie da gleich etwas fragen? Wir haben da oben eine Abbildung eines Werkes, das ja mit Wittgenstein ganz stark in Verbindung steht. Wie würden Sie über dieses Werk sprechen? Das ist das, also allgemeinhin genannt, das Wittgenstein-Zitat, das trivialer Titel für die Skulptur. Das war eines der ersten Werke, von denen ich recherchiert hatte, dass es einen Bezug zu Wittgenstein gibt bei Franz West. Und dieses Werk halte ich für es ist hochkomplex. Es handelt sich also um ein visuelles Zitat aus Wittgenstein. Aber das könnte vielleicht auch Herr West besser sagen. Es ist ein Kritzel aus den Vorlesungen über Ästhetik. Ja, da gibt es in den Vorlesungen über Ästhetik gibt's eine Skizze, ist das eine Skizze, eine kleine Grafik. Ich weiß nicht, ob der Wittgenstein die selbst gezeichnet hat oder ein Zeichen, das für ihn gemacht hat. Das ist sehr einfach, sind nur Schlaufen. Und das habe ich immer gemerkt und damals habe ich auch seit Dombly die ersten Male gesehen und der hat auch so etwas Ähnliches gemacht. Also der hat so wie es hintereinander macht. Das ist ein bisschen komplexer, die Formen. Aber es sind grundgenommen dasselbe und das da verflechtet sich dann. Ich habe das immer als Pseudophilosophie verstanden. Ich habe mir gedacht, mit Philosophie, da darf man das nicht machen. Das ist der reine Missbrauch der Philosophie, wenn man Bilder von Wittgenstein nimmt und sie dann irgendwie in Beziehung zu Wittgenstein setzt, aber andererseits schlägt es zurück und man befasst sich dann doch damit. Und, aber es kommt was anderes eben raus als jetzt diese Logikforschung, sondern die Beziehung. Und ich glaube, das ist aber dann beim späteren Wittgenstein, dass er meint, dass mit einer Interaktion mit dem Rest der Welt, dass daraus mehr oder weniger die Gedanken entstünden oder überhaupt Sprache stattfindet. Der Aspekt mit dem Bewusstsein in der Interaktion, ist das etwas, was Sie teilen würden? Die Interaktion, das Werk von Franz West ist ja sehr stark auf Interaktion auch aufgebaut, oder ist ein wesentliches Moment, wo ich auch eine wichtige Parallele zu Wittgenstein oder zur Spätphilosophie von Wittgenstein. Einer meiner Lieblingssätze aus dem Spätwerk von Wittgenstein ist, das ist ein Satz, versteht man einen Satz oder ist es erst ein Satz, wenn man es versteht? Das ist für mich auch ein Kringel. Es ist eine argumentative Figuration, die in Kringelform eigentlich ein Paralogismus ist. Und habe ich mir manchmal so gedacht, als ich mit den Werken von Franz West dachte ich, man könnte auch sagen, besteht das Passstück in seinem Gebrauch? Wird ein Passstück gebraucht? Oder ist es erst ein Passstück, wenn man es braucht? Also man könnte die gleiche Figur auf die Kunst von Franz West anwenden in manchen Stücken. Und das finde ich eben eine wirkliche Parallele zu Wittgenstein. In dieser kleinen Zeichnung, die mir selbst vorher auch noch nicht aufgefallen war, kommt eigentlich ganz pointiert die Auffassung des späten Wittgenstein zum Ausdruck in ganz genau in Entsprechung zum Tractatus Logico Philosophicus. Also schon die Auswahl so einer Zeichnung und dann noch die Transformation, das Spiel mit Form, Schrift, Zeichen, Bedeutung, Verstehen. Das ist für mich ist es eine philosophische Arbeit.
Also Philosophie mit anderen Mitteln. Es ist eine Philosophie, es ist bildende Philosophie.